Gewichtsverlust, Eiweißmangel und spezifische Nährstoffdefizite weisen auf eine akute Mangelernährung hin. Darunter leiden viele ältere bzw. geriatrische Patienten. Häufig handelt es sich dabei um eine Begleiterscheinung zur Folge von anderen Vorerkrankungen. In der Asklepios Klinik Pasewalk werden betroffene Patienten mit verschiedenen Therapieprogrammen behandelt, gepflegt und betreut. Tom Splettstösser, Chefarzt der Klinik für Geriatrie, Palliativmedizin und fachübergreifende Frührehabilitation, klärt über die Symptomatik der Mangelernährung auf. Oft baut sich das über mehrere Wochen auf, unmerklich vom Familienkreis des Betroffenen. Der Patient entwickelt zum Beispiel verminderte Belastbarkeit, Schwäche und nimmt Gewicht ab. Oft sieht man das gar nicht von außen. Es betrifft oft auch übergewichtige Patienten, wo man gar nicht drauf kommt, haben dann einen ähnlichen Leistungsverlust. Kommen dann häufig über die Rettungsstelle mit einer akuten Symptomatik. Ja, sind vielleicht dann auch schon gestürzt, haben sich verletzt, sind umgefallen, weil die Kraft fehlte. Was oft auch passiert durch diesen schleichenden Prozess der Mangelernährung. Dadurch werden nicht nur die Muskeln schwach, sondern auch das Nervensystem. Das heißt, es kommt zu Gleichgewichts- und Koordinierungsstörungen. Chefarzt Tom Splettstösser entwickelt gemeinsam mit seinem Team individuelle Behandlungsmöglichkeiten. Wir substituieren dann die entsprechenden Substanzen. Das geht bei einigen Dingen gut als Tablette, bei anderen muss man es als Spritze verabreichen, weil der Verdauungstrakt häufig bei der älteren Bevölkerung schon ja, auch mitgealtert ist und nicht mehr ganz so gut funktioniert. Die Darmflora ist gestört und die Patienten bleiben in der Regel in unserer Abteilung etwas länger, wie man das sonst von Krankenhausaufenthalten kennt, werden gleichzeitig beübt und trainiert mit verschiedenen Therapiegruppen, Ergotherapie, Physiotherapie, aktivierende Pflege durch unsere Schwestern und da erreichen wir oft sehr gute Ergebnisse. Eine Fehl- oder Mangelernährung kommt natürlich nicht nur bei älteren Patienten vor. Auch jüngere Menschen sind häufig davon betroffen. Im Prinzip sehen wir Mangelerscheinungen schon, zum Beispiel auch in meinem Alter. Und bei jüngeren Patienten, häufig ist es zum Beispiel bei Frauen mit starker Regelblutung, da kommt es zum klassischen Eisenmangel. Viele bringen den Eisenmangel in Verbindung mit Blutarmut, was auch richtig ist. Aber was beim Eisen noch viel, viel mehr ins Gewicht kommt, ist die allgemeine Schwäche, chronische Müdigkeit. Das haben ganz viele junge Leute auch schon. Eisen ist ein Stoff, der schwer über den Darm aufgenommen wird. Im Prinzip kann man auch sagen, dass auch wir jüngeren Menschen alle schon eine gestörte Darmflora haben, weil unsere Nahrung nicht mehr den Gehalt hat oder die Zusammensetzung, wie es vielleicht vor 200 Jahren war. Durch bestimmte Medikamente oder Zuführung von fehlenden Nährstoffen können jedoch sehr gute Effekte erwirkt werden. Aus unterschiedlichen Gründen können Patienten weder essen noch trinken. Die Nahrung kann nicht mehr aufgenommen werden, da durch eine Vorerkrankung der gesamte Magen-Darm-Trakt angegriffen ist. In solchen Fällen kommt in der Medizin auch ein sogenannter IV-Port zum Einsatz. Das ist im Prinzip eine Schnittstelle, die häufig unterhalb des Schlüsselbeins mit einem kleinen Schnitt in Lokalbetäubung implantiert wird. Und das ist ein komfortabler intravenöser Zugang, wo man zum Beispiel hochkalorische Kost, Medikamente verabreicht. Die meisten Patienten kennen das oder Menschen im Alltag kennen das von, das ist oft assoziiert mit Tumorerkrankungen und mit der Chemotherapie. Daher kennen wir das eigentlich am meisten. Bei älteren Menschen kommt dieser Portkatheter eher selten zum Einsatz. Nicht in allen Situationen profitieren die Patienten von einer zusätzlichen Nahrungszufuhr. Was wir häufig sehen, dass diese Flüssigkost nicht gut vertragen wird. Der Patient oft in den Pflegeheimen nicht entsprechend gelagert wird. Zum Beispiel es muss der Oberkörper relativ hoch gelagert werden, weil die Patienten können aufstoßen. Häufig haben die aber eine Schluckstörung, können es dann nicht mehr so wie wir vernünftig runterschlucken, sondern es kommt in die Luftröhre und sie entwickeln eine Lungenentzündung. Das ist eigentlich sehr häufig, das beobachten wir auch häufig. Und was ich noch denke, ist, dass der Prozess der Demenz an sich in seiner Progredienz unterschätzt wird.
Ja, dass es einfach eine sich stetige Verschlechterung ist. Und das Gehirn ist ja nur ein Marker. Auch alle anderen Organsysteme bauen ab. Es lässt sich schließlich das Altern und schlussendlich das Sterben nicht verhindern. In der Klinik für Geriatrie, Palliativmedizin und fachübergreifende Frührehabilitation der Asklepios-Klinik in Pasewalk erhält jeder Patient eine individuelle, fürsorgliche und ganzheitliche Behandlung.